Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Neandertaler-Freunde. Mein Name ist Sirius. Das hier ist, weiß ich nicht wer. Typ mit lustigen Haaren am Kopf. Und wir hatten uns gesagt, wir sollen den Venya helfen. Das habt ihr hoffentlich im letzten Video noch gesehen. Naja. Ja, aber ich sehe gar keine Venyas, die Hilfe brauchen. Normalerweise wird das ja dann immer markiert. Aber diesmal war da nichts. Brauchen wir noch seltene Südsteine? Deshalb gehe ich einfach mal runter ans Ufer und guck mal, ob das seltener Südstein ist. Das ist gar kein Stein. Das ist ein Baumstamm. Das da ist ein Stein. Was meint ihr? Sind hier Krokodile im Wasser? Südstein, ich will keinen Südsteinschaum, ich will seltene Südsteine. Verdammte Hacke. Mann. Wo ist seltener Südstein? Junge, Diego, dir geht's nicht gut, oder? Komm her. Hey. Ach, jetzt könnte ich auch... Ah, guck mal, jetzt ist er gar nicht mehr... Markiert Gegner in einem kleinen Umkreis. Okay. Stärke, Tempo, Schleichen. Da habe ich auch nie drauf geachtet. Wo war der Säbelzahntiger? Konnte ich ja schon. Sehr stark, sehr hohes Tempo, sehr schön. Alter, bist du mein Feind? Nein, ich dachte schon, wir sind Fremder. Also Sitch ist schlecht im Schleichen, aber ist sehr stark und hat ein sehr hohes... Du musst die Bestienmeisterjagd Blutfang-Säbelzahn abschließen. Okay, also den kann ich halt noch nicht. Ja, bleiben wir erstmal hier bei, oder? Leopard wäre auch cool. Seltener Schwarzlöwe wäre natürlich auch cool. Aber eigentlich... Ich bin momentan ganz zufrieden. Aber wir heilen mal unsere Bestie. Feines Mädchen, ne? Feines Mädchen. Boah, hier unter Wasser kam. Hast du da Krokodil hat getötet? Nee, ein Affen. Da liegt der blutige, tote Affe im Wasser. Jetzt muss er gucken. Eigentlich müsste der... die Bestie sich jetzt selber heilen, wenn er den Affen frisst, oder? Gucken wir mal oben, ob dieses Ringmenü sich da auffüllt. Ah, ist so schön. Hält so schön den lecker kleinen Affen auf. Leckt den mal schön am Popo rum. Ist das ekelhaft. Mann. Hätte sie nicht irgendwo einen Kopf abbeißen können oder so? Immer in den Arsch. Oh nein. Ich bin wieder auf der Suche nach Krokodilen. Ich glaube, wenn wir die Krokodile verarschen, dann sieht die auch nirgends rumliegen oder so, ne? Also hier. Wir bräuchten mal sowas wie ein Fernglas. Fernglas können wir eigentlich die Eule benutzen. Die Eule mal hier so. Über das Wasser gleiten lassen. Aber die entdeckt hier auch keine Krokodile. Tja. Ich wollte ja auch immer mal einen schönen Screenshot von der Eule machen für so ein Thumbnail. Habe ich bisher noch nicht hingekriegt. Die Eule sieht irgendwie immer unscharf aus. Da geht's so. Naja. So, wo wollen wir überhaupt hin? Wo wollen wir überhaupt hin? Das eine Venya-Ereignis war irgendwie gar keins. Das ist im Übrigen die Insel, wo wir hin wollten. Hier gibt es auf jeden Fall den großen Beißfisch. Sind wir auf der kleinen Affeninsel? Wir könnten hier rüberlaufen und dann. Also, ich wollte nicht vom Wasser aus angreifen. Das kam mir komisch vor. So. Hallo? Hier gerade eine Wegmarkierung gemacht. So. Na, wir laufen einfach darüber. Das wird schon irgendwie. Hier, oh, hier ist seltener Südstein, das sehe ich. Nein! Und da kennt man seltenen Südstein, sieht ja irgendwie anders aus. Oder? Hier seltener Südstein. Nein! Mein blödes Volk ist auch so ein Pack, ey. Die können das nicht mal einsammeln. Was meint ihr? Sind die hier Krokodile? Gab es nicht damals auch schon Nilpferde? Das Nilpferd ist ja, glaube ich, das tödlichste Tier aus Afrika. Weil die Nilpferde wirklich irgendwie so ständig irgendwie Menschen töten. Was man gar nicht meint. Oder ist es das Flusspferd? Oder ist das Nilpferd und das Flusspferd das gleiche? Und ist der lateinische Ausdruck Hippo... Hippo... irgendwas? Hippo halt, abgekürzt.
bezeichnet das, umschreibt das alle Arten? Googelt das mal bitte für mich. Danke dafür. Pfeile! Hier ist das Trockenfischlager. Direkt mal hier meinen Kollegen die Fische klauen. So. Ist egal, ob die Taschen voll sind. Ich nehme das halt einfach alles denen weg. Hauptsache, die haben das nicht. So, was soll ich jetzt hier? Blutspur untersuchen aus. Ne, wir plündern erstmal. Diesen Rucksack zu plündern. Nordschwarzstein. Okay, wir brauchen Nordschwarzstein, aber ich glaube für das Speer-Upgrade. Aber ich glaube zwei Nordschwarzsteine. Ne, sogar acht. Und Nordton und Nordzeder. So, ich untersuche das mal. Venya helfen, suchen und retten. Zwei Venya werden von zwei. Weißt du, für zwei Venya reiß ich mir hier doch nicht den Arsch auf, Alter. Suche in der Nähe ihr Fischergrund nach Hinweisen. Befreite Venya schließen sich deinem Dorf an. Ja. Da fehlt da ein Stück von dem. Ah, da sind nur Sachen. Aha, hier blutige Spur. Aha, ein kaputter Ton. Vielleicht hätte ich das vorhin bei der einen Mission auch machen müssen. Einfach mal einen Jägerblick anwerfen. Winja Heim Guamash. Jetzt habe ich einen Pfeil verschossen. Mit den Venya-Jägern in Not. Mach ich ja. Ich bin ja schon dabei, meine Freunde. Da drüben wird das Ziel angezeigt. Jetzt. Das wird jetzt bitter. Wir brauchen E-Bären-Feld. Meistens läuft der Bär, wenn er brennt, ins Wasser. Und löscht sich selber die alte Potsau. Hauptsache mein Tiger kann das nicht. Hauptsache mein Tiger kopiert den Pfeiler. Aber ich habe jetzt auf den Stärken getötet. Also eventuell. Oh ja, guck mal jetzt. Boah, früher habe ich mir so einen abgehabt. Ey, alter Tiger. Alter Tigerfreund, wieso gehst du nicht ins Wasser? Bist du gekloppt oder was? Er hat aufgehört zu brennen. Und Leute, mal eben. Ich spreche mal eben mit dem Männer. Alles gut bei dir? Alles gut? Washta! Rajam Umi Cham Yugi Saku. Ich will das Bärenfell. Karam Duashtram. Udram. Mashanchi. Aber können wir noch eben das Bärenfell bitte holen? Braucht das? Ich lauf mal eben einfach beim Bär vorbei. Du kannst ja schon mal vorgehen. Wir finden dich schon. Nein, jetzt ist der scheiß Bär schon wieder weg! Ich glaub's nicht! Fuck, ey! Nur weil ich mit dem Drecks Venya gesprochen habe. So ein Penner, ey! Ich sollte den erschießen. Dein Leben ist weniger wert als das von einem Bärenfell. Mash, Sascha. Spiel hier. Der Bär war weg und wir haben so schön Bär gekillt. Ich brauchte zwei Bärenfälle für irgendwie eine Dusche oder sowas. Und dann sowas. Wieder hoch. Was ist hier los? Oh, wir halten ein seltenes weißes Wolffell. Was sowas mit dir, Mädel? Wasch da. Nice. So. Und jetzt zum ersten Mal. Achtung! Keule anzünden. Achtung! Was ist denn nur ein Rucksack? Ah, immerhin sind wir 68 Leute. Eine neue Fähigkeit. Und zwar haben wir die neue Fähigkeit: Hühner töten. Ist denn jetzt eigentlich... Ach, das Ding haben wir auch noch nicht probiert, oder? Ach, das kann man dann einfach so, glaube ich, werfen. So, und wofür brauchte ich eigentlich das Bärenfell so dringend? Da Braunbärenfell. Hätte ich gebraucht für einen Köcher.
könnte ich mehr Pfeile nämlich mitnehmen. Jackfell. Okay, wir gehen als nächstes, gehen wir auch mal Jacks töten. Okay. Ich hoffe, das ist okay. Brauchst du was? Alles gut bei dir? Da ist das Amulett. Wer hat dich denn so verletzt, als du für ihn gebrannt hast oder was? Mit dem blöden Wolf. Hähnchendöner! Obwohl, ich mag Kalbdöner lieber. Seid ihr so Hähnchendöner, Freunde? Ich nicht so. Also esse ich zwar auch, aber so ein Kalbdöner ist doch schon irgendwie was Feineres. So, hier gibt's nirgendwo Jacks natürlich, wenn man die mal braucht. Und hier, ey, die ganze Zeit pissen mich irgendwelche Bären an, das halbe Spiel. Und dann im halben Umfeld hier ist nirgendwo ein fucking blöder Bär. Natürlich nur bei mir zu Hause. Und guck mal, hier können wir mittlerweile echt auch viel machen. Dakar-Söhle. Seila. Jama, Jama, irgendwas. Ist ja auch egal. Wo bin ich? Ich bin da. Und wir wollen den Handwerker holen, damit wir da noch ein bisschen was machen können. Aber zwischendurch, auf jeden Fall hier, wir werden diesen Außenposten total wegficken. Entschuldigung für diese banale, für diese unglaublich billige Ausdrucksweise, die eigentlich mehr zu jugendlichen Minecraft-Let's Player passt. Aber durch die Twitch-Streams, die ich in letzter Zeit gemacht habe, gewöhne ich mir anscheinend auch diese fiese Ausdruckssprache der Jugend an. Hurensohn. Naja. Schwein getötet! Manchmal musst du einfach deine Aktion ausdrücken. Sei es im Wortlaut oder darin, wo du die Tiere tötest. Die Verrohung der Jugend und der Erwachsenen, so oder so. Oh, da hinten sind feindliche Jäger. Da nicht mal hier. Da, kill den mal. Ich kill die hier. Ja, auch einfach, wir erschlagen hier wehrlose Frauen einfach, oder? Aber die gehört zum falschen Stand. Hat die kleine Pisshund gerade mal hier, fress den. Die kleine Pisshund meinem Löwen den Arsch gebissen, ey. Das gibt's ja gar nicht, ey. Wie ich wieder fleißig bin, oder? Bin sehr stolz auf mich. Es gibt ja echt so Leute, die schreiben dann, ey, sammel nicht so viel. Und dann liest du den nächsten Kommentar und dann so, ey, sammel mal mehr. Dann denke ich mir auch immer so, Halleluja. Und neulich habe ich gelesen, ich werde total unreal. Und ein Spaß ist ja so oder so immer. Aber dass ich unreal bin, das habe ich auch noch nicht gelesen. Und ich bin natürlich auch kritikresistent, wenn ich sage, ey, ich spiele mich mit. Dann ist das so, boah, du nimmst ja gar keine Kritik an von deinen Zuschauern. Wir wollen aber jetzt, dass du mehr sammelst. Und nee, wir wollen, dass du weniger sammelst. Du bist total unreal und total kritikresistent, ja. So, wir verstecken uns. Moment. So, jetzt geht's los. So. Greifen wir lieber nachts an, was meinst du? Hey, wieso bist du immer noch so K.O., ne? Komm her. Tushi. Tushi, Tushi. Jam, 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 jam. Feines Tushi, Tushi. Aber jetzt ist aber wieder gut. So, wir verstecken uns hier im Gebüsch. Dann seid ihr ein bisschen leise, bitte, jetzt beim Zuschauen. Okay, jetzt auch mal nicht in die Kommentare schreiben oder so. Jetzt ist passiert. Wir rufen die Eule des Todes. Das sieht mir wie ein sehr verlassener Außenposten aus. Kann die Eule eigentlich nicht schneller fliegen lassen? So. So. Der Typ mit dem Horn. Ach, du sollst den Typ mit dem Horn töten! Blödes blödes Vieh. So ein blödes Vieh. Jetzt müssen wir wieder eine Minute warten, bis das Vieh wiederkommt. Nur weil die den Falschen getötet hat. Das ist ja schon mal ein bisschen her. Ist das denn wirklich auch der Landweg? Ja, das ist der Landweg. Weil ich habe ja gesagt, ich wollte nicht da durchschwimmen wegen den... Wegen dem Beißfisch. Aber wir können mal nachher hier ein bisschen tauchen danach oder so. Das ist also wirklich der Nachtweg. Alles noch sehr weit weg, muss ich gestehen. Vor allen Dingen da oben der Typ mit der Tröte. Ja, die Eule ist am Rückweg. Wir brauchen die Eule jetzt hier, bitte sofort. Ich weiß nicht, ob der Weg hier wirklich so günstig ist. Bin hier so ziemlich auf offenem Feld.
da auch immer noch, da hätte ich gerne ein Upgrade zu. Man weiß ja noch nicht, ob es DLCs gibt. Es gibt ja keinen Season Pass, wo sich alle so quasi fast beschwert haben, so was da los ist. Ich hab das vergessen. Ich kann auch mal ein Spiel ohne Season Pass spielen. Wayne. Aber ich würde mir wünschen, oh, guck mal, Schildkröte. Aber ich würde mir echt wünschen, dass man so teilweise auch einfach mal mit so, 4K-Kameraden so irgendwie unterwegs sein kann. Ah, okay, der fischt. Beule. Den wollte ich killen. Das war nämlich so ein Ant-Snack mit der Maske auf. Und das war ja, ich weiß nicht, ich hoffe, ihr habt die letzten Folgen gesehen. Und zwar habe ich bei den Fähigkeiten, habe ich nämlich die Eule aufgelevelt. Das ist hier hinten bei den Bestienmeistern. Und zwar, wo ist das? Hier, Eule-Angriff 2. Der Sturzflugangriff der Eule kann nun auch mächtige Elite-Gegner töten. Und die Elite-Gegner sind halt echt schwierig. Das kann doch nicht sein, hat er sich in dem Moment geduckt. Okay, die Frauen sind auch egal, jetzt hat auch wieder einer natürlich hier. Wieder einer auf mich. Oh mein Gott. Wow, von wo? Scheiße, ey. So, meine Freunde, das war jetzt, glaube ich, nicht so eine erfolgreiche Idee, weil noch einer hat einfach Verstärkung gerufen und Verstärkung bedeutet erstmal hauptsächlich abhauen, weil alles andere würde jetzt in den absoluten Tod führen. Guck mal, ob ich mir hier ein sicheres Plätzchen suchen kann, damit jetzt keiner mehr verfolgt. Und dann rufen wir die Eule und lassen sie nochmal einen Elite-Gegner ausschalten. So, wir sehen uns im nächsten Video hoffentlich wieder, wo ich das hier komplett befreien werde. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.